Willkommen zurück und mit dabei wieder Stormy Micro. Ja, und weiter geht's. Mission 5, ne? Ja, entbehrlich. Wer oder was ist entbehrlich? Werden wir feststellen, wenn wir diese Mission gespielt haben. Verlieren Sie oft den Überblick, wo sich Verbündete befinden, dann behalten Sie die bla bla bla. Da, der Vorgang, Punkt, Punkt, Punkt. Umbrella-Zeichen. Regenschirm. Ich arbeite für die Regenschirm-Vereinigung. Ja, wenn du so einen Regenschirm hast, wird auch geil, ne? Mhm. Der so aussieht. Machen Sie mit Ihrem Gegner einen Prozess, in dem Sie ja kurze Distanz mit der Schrotflinte wegblasen. Okay. Und weiter geht's. Ach, jetzt kommt ja das wieder. Login, Loading. Access. Ja, Brian Irons, das ist ein Mistsack. Ich habe mal das Kostüm gewechselt, jetzt seht ihr, ich habe jetzt ein bläuliches an. Gibt nur das eine Kostüm, also jede Spielfigur hat ein Kostüm. Ich bin wieder in der letzten Mission wieder in Weiß unterwegs. Ganz in Weiß. Einen. Großen Schaus oder so. Und ich hatte diesmal eine Schrotflinte dabei. Hat einen Grund. Gegner in dieser Karte sind etwas. Ja. In der Grund. Wir haben unsere beiden KIs ausgewechselt. Für Spectre haben wir Bad Trainer und für die letzten so schwache Four Eyes wieder Bertha. Ja, weil die einfach besser sind. Bam. Ihr habt ja gesehen, dass die vorerst andauernd am Sterben war und sich infizieren lassen hat. Und da müsst ihr dann selber entscheiden, welche KI für euch am besten ist. Es sei, ihr spielt zu viert, dann braucht ihr da nicht groß überlegen. Ja. Ist aber auch auf hier viermal so schwer wie auf Einzel. Ja, umso mehr mitspielen, umso schwerer wird das Spiel natürlich. Das jetzt mal unabhängig von Schwierigkeitsgrad. War hier hinten nicht noch ein. Na, da gibt's. Genau. Hier gibt's ein Silverspray. Jo. Hier gibt's ein. Kamera. Genau. Genau. Und da kommt jetzt gleich. Die Tür geht da gleich auf. Geronimo! So. Was? Ja, ich musste den noch den Kopf gegen das Gitter schmeißen. So. Hunde? Hunde, genau. Da sind wohl die Hunde los. Die Hunde los. Mist. Oh, oh. Nur eine? Ich dachte immer, es wären zwei gewesen. Das ist ein grünes Kraut, was du brauchst.
gesagt hat, Hunde los, ne? Ja. Dachte ich jetzt auch, kommen ein paar mehr. Mal immer zwei, so hatte ich das, dass es immer zwei waren, aber kann sein, dass es mir leicht ist, dass wir hier nur einen Hund kriegen. Gibt's noch ein bisschen Muni? Spray? Spray habe ich schon. Gut. Muni bräuchte ich mal. So. Hier ist noch eine Kamera. Zuck, zuck. Ja, hier ist jetzt auch keine mehr. Hier oben. Also wenn du da unten nichts mehr findest, musst du im nächsten Bereich. Ah, meistens war das ja so, ne? Ich habe so bin was gemacht. Der Polizeizentrale. Wohl keine Überlebenden. Ah ja, hier gibt's auf jeden Fall Muni. Der Brian hat die gesammelt, der Brian, ja, der Brian. Die Information muss in dem Büro sein. Ich hab's gefunden. Haben wir's. Das war's. Das war's. Jetzt raus aus dem Dreckloch. Endlich. Dem Dreckloch. So, hier wäre dann auch wieder ein Waschbär. Mhm. Kann man nicht übersehen. Und jetzt kommen hier unsere Freunde. Die Lakers. Wehe. Kann man hier noch weiterhin zurückgehen? Nee, oder? Nee, die Lift regelt. Scheiße. Schade. Dann geschafft. So, jetzt aber. Ai, Karamba. Lassen Sie meine Schulter los. Beltway, geh weg da. Hier ist Muni in der Ecke. Hast du? Wo? Hier hinter mir. Und hier vorne an der Tür, bevor du rausgehst. Boah, dann was soll der Mist? Uiuiuiuiuiuiuiuiui, lassen Sie mich los. So. Jetzt aber gut hier. Bin noch gekuschelt. Hier ist Kraut. Wo? Na, nimmst du das unten dann? Ja. Ich glaube, auf der anderen Seite ist Muni. Ja. Oh, man hört die kriegen. Und, Leute, kennt ihr diesen Ort noch? Hier? Leiter da? Der kommt da in jenen bekannt vor hier. Genau. Ja. Das Polizeirevier aus Resident Evil 2. Und 3. Und 4 nicht mehr. Nee. So. Jetzt einmal runter, ne? Jo. Hier wäre dann die zweite Schreibmaschine. Genau. So. Und hier schon mal. Eine Flame Grenade. So, ich hatte jetzt 150 mit Daten abgeben. Also 3, ne? Glaube ich. Ich hatte 2, glaube ich, erst gehabt. Hier wäre. Okay. Oh.
So, da haben wir hier hinten noch was versteckt. Da zur Bank und hier hinten kann ich nicht aufnehmen, kann ich beides nicht aufnehmen. Hier wäre noch Munition. Utsch. Und hier ist der. War der nicht ziemlich nah, der Hubschrauber? Ach, da, der fliegt. Wie ist oben, ja. Ja, wie ein Stein. Bewegt sich. Ein bisschen bewegt er sich. So. Ja, das kennt ja hier auch jeder noch. Ah, da ist die. Altbekannt. Was? Ja. Eine, die ich fast nie gefunden hatte. Da? Nein, fast nie. Da hat noch was. Nee, der war da unten. Über der Tür, da in, im Dach, da ist das eine Verwahrungskammer. So. Ja, hier unten. So, Videokassette geholt. Da konnte man ja auch in, genau. Und hier ist nichts mehr. Leon! Ja, Leon, ja. Und Claire. Die Szene kennen wir ja auch aus Resident Evil 2. Allzu gut. Und wir sehen jetzt schon wieder Leon wieder im Polizeiauto. Wieder macht er. Lässt er den Zombie stehen. Alles kaputt. Ja. Aber na gut, wenn man einen Zombie hinten auf dem Rücksitz hat und man nicht gebissen werden will und trotzdem noch fahren muss. Ist das ein bisschen, Ja, scheiße war's, oder? Gerade noch so geschafft. Bäh. Das müsste einen zerlegen immer, aber okay. Ja, wieso haut er jetzt ab, der Hubschrauber? So. Hat es Ihnen den Rest gegeben? Delta Team, wir setzen neue Prioritäten. Die Abholung wurde verschoben. Geht zum Unfallort und untersucht ihn. Dem Management gibt die Geduld aus. Ja, uns auch bald. Hier kann man sich die Granatwerfer nehmen. Ist durchaus notwendig, manchmal sogar hier. Ja. Aber ich glaube, das Scharfschützengewehr war das nicht auch hier? War es nicht die Stadt? Ach nee, ja, Leon. Ja. Gucken wir, ob Leon mir mal guten Tag sagt. Nee, geht weiter. Er hat eine Magnum in der Hand. Ja. Und da, wo er reinrennt, gefällt mir gar nicht. Macht ihn kalt. Ich finde aber heiß. Boah, du Scheiße. Boah. Was willst du? Sackgesicht. Ungebetene Gäste. So, wollen wir mal ein Kräutchen nehmen. So. Hier war ja sonst weiter nichts, ne? Oder hast du noch? Aber nicht, nee. Doch, mit Munition, ja, und das dürfte es eigentlich sein, außer hier beim Polizeiwagen, aber das habe ich, oder auch nicht. So.
So, hier gab's auch noch eine Kamera, ne? Genau. War nicht hinter mir auch noch eine? Ich bin keins von den Dingern! Hör auf zu schießen! Interessiert mich nicht. Echt. Und jetzt kommen wir. Bertha, voll mittendrin da unten. Boah. Was zum... Ach nee. Wieder zurückrennen. Hilft nichts. Wieder hier oben hin. Es werden so zu viele. Was ist das jetzt? Oh. Junge, Junge, Junge. Echt kaum noch Munition. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Schuss gehabt. Jetzt habe ich aber wieder. Ja, an der Stelle kann man schnell sterben, wenn man hier einfach in die Mitte rennt. Also meine beste Taktik ist da oben beim Tor zu bleiben. Und dann von da aus alles abzumetzeln. Finger des Todes. Wir haben sie verloren. Ihr habt sie verloren. Verdammt. Mini-MP. Das Management hat die Geduld verloren. Wir gehen über zu Plan B, Delta Team. Ihr seid jetzt allein. Wissen wir von Plan B? Zur Hölle mit Plan B. Wir machen unseren Job und kehren zurück. Vielleicht war es ein Übertragungsfehler. Dann geh schon mal snipern. Achso, bist du oben, ja. Headshot. Ich helf dir mal ein bisschen. Headshot. Headshot. So, die drei hier hinten, die habe ich auch erledigt. Ich muss nachladen. Können wir eigentlich runter. Muni. Eben wollte ich mal. Wie war's denn noch? Ein bisschen weniger als die Hälfte. Hast du auch kein Spray mehr? Wissen, wer? Wo? Wie? Was? Nee, ich sag, hast du auch kein Spray mehr? Spray habe ich noch, aber ich will es eigentlich nicht. Aber jetzt nicht verwenden. Was ist das für ein Geräusch? Klingt wie ein Hubschrauber. Holen die uns ab. Da ist jemand. Hier, Kraut auf der Bank. Hier, ja.
Hier hinten. Ja. Hier, geh schneller hin. Bei der Bank da. Gut. So. Ich geh mir nochmal Munition holen. Nicht übel. Das ist auch bei der Bank, oder? Munition. Hm? Ja, die Munition. Naja, da. Der war voll. So. Kam da, jetzt kam das mit der Hand da, ne? Hm? Ich will nicht. Naja, müssen wir durch. Hilft kein Betteln, kein Bangen. Schlimmer wäre es, wenn da in den Dingern überall Tyranns drin wären. Jo. Das reicht schon, dass da ein Hunder drin ist. Boah, hinter mir auch einer. Alter. Der war tot. Gut. Der ist auch. Ja, da sind die jetzt kein Problem, aber spätestens auf normal werden die richtig ätzend. Ja. Das stimmt. Also wenn ihr das bequem durchspielen wollt, dann empfehle ich jeden echt den leichtesten Schwierigkeitsgrad. Auch wenn einige sagen, hä, bist du ja eine Pussy. Man will sich bei einem Spiel eigentlich entspannen und nicht irgendwie... Ja, man will ja an dem Spiel Freude haben und nicht laufen verrecken. Und ich finde, selbst auf leicht ist es nicht... Also... Ja, das liegt an zwei Prioritäten. Es liegt erstens an dem Schwierigkeitsgrad und das zweite ist dann, wie viele mitspielen. Genau. Aber klar, wenn man so viel zu viert ist, hat man natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was jetzt die Koordination angeht. Ja, und hier wird's auch gleich lustig, richtig? Da werdet ihr mal sehen, wie sich das mit dem Schwierigkeitsgrad... verhält. Denn so leicht ist das hier nämlich gar nicht. Vor allen Dingen, wenn die ganzen Hunters dann kommen. Nummer 1. Der als erstes auf mich losgeht. Ja. Geh weg, ich hab dir nichts getan. Wo kommen die denn hier? Sind die lästigen von denen? Ja, man muss weiter vor. Man kann hier natürlich sehr gut auf die Tanksäulen schießen. Kann man, ja, muss man selber nicht. Erste Hilfespray? Hab ich noch. Gut. Boah. Boah, wer? Wo? Wie, warum? Ein Hunter ist auf mich losgegangen. Wer schießt denn da auf mich? Auch tot. Boah, Hilfe, ich brauch mal ein Spray. Das war knapp. Ich bin leer. Ich hab
habe hier vorne meine schwere MG verloren. Wo war denn das? Boah, Hilfe, Hunter, überall Hunter hier. Da war die schwere MG, ich hab's gesehen, aber. Alter. So. Ah, jetzt habe ich sie wieder. Hilfe. Ins Feuer laufen ist nicht gerade toll. Sag mal. Stirb. Verreck. Der ist tot. Das sind die Spezialheiten da hinten, ne? Da ist noch ein Pflänzchen, das brauche ich jetzt ganz dringend. So. Sehen, dass da noch einer ist. Beltway ist tot, den hole ich gerade mal zurück. So, der ist auch erledigt. Ja, und habt ihr gesehen, wie schnell man hier also Leben verlieren kann und sterben kann? Also wir sind jetzt zwar nicht gestorben, aber das lag jetzt wirklich nur, weil wir auf Leicht spielen. Also, aber selbst auf Leicht kann man hier sterben, wenn man nicht aufpasst. Ja, ich war eben kurz, also ja, ich war er, schon... Wenn er jetzt, ihr seht ja jetzt hier die ganzen Lebenslinien, die sind alle im gelben Bereich. Einschließlich bei mir. Jo. Kein einzige... Gut. Gut. Ich muss doch gleich mal weg, weil meine Mutter will gerade mal, dass ich mit esse. Aber das denke ich mal, schafft man noch hier. Ja, dass wir die Aufnahme dann abschließen können. Er ist weg. Was zum... Suchen wir einen Unterschlupf. Okay, jetzt brauche ich mal... Jetzt musst du mal vorgehen, weil ich habe nur meine Schrotflinte und bin eigentlich sehr knapp bei Energie. Fast schon eine Dote ist, nicht wahr? Wo bist du? Warte hier mal. Neben der Wand, an der Wand bin ich. Okay. Schneiber für dich oder wie? Nee, für mich, okay. Spürt ihr eigentlich was von meiner Pistole? Muss schon sagen, ja. Ich brauche ein Sturmgewehr jetzt einfach. Nicht hier gleich, ja. Ja. Ah ja, und das ist auch wieder so eine Situation.
Hat das was? Jetzt kommen wieder unsere Freunde. Sonst kann man warten. Huh. Wo? Ah, ich stand ja geschützt. Gab's noch Munition? Boah, ich blute. Da hinten ist noch einer. Scheiße, bin fast tot. Und wieder Rückzug. Hab nichts mehr. Zurückziehen, oder? Erstmal ja, hier. Ja, ja. Bleib du, mal noch weiter hinten. Kraut ist auch gerade hier Mangelware. Okay, ja, ich bin fast einsteigen und ich bin dort. Boah. Der wäre hin. Ja. Wo ist der zweite? Läuft da hin, der Beltway her. Okay. Willst du den Flammenwerfer nehmen hier? Nö. Nee. Ich bleib beim Stern. Bertha ist wieder da. Ich halte hier eben. Ich blute. Okay, der ist auch weg. So. Ich geh nochmal kurz da hoch, Munition fassen. Hier ist gar keiner mehr. Hinten da im Seitengang vielleicht. So. Hier ist leer. Leer. Auch leer. Naja gut, ich habe ja noch 300. Über 300. Hier das Sturmgewehr nehme ich mit. Habe ich hier für den Schuss. Wiederkehr, oder? Was ist das? Bist du infiziert? Ja. Nee, Beltway ist infiziert. Nee, ich habe mich gerade geheilt. Alter, lass mich doch mal hier vorbei. Muss auf Beltway aufpassen, der ist infiziert. Ja. Greift gerade Bertha an. Bewegt dich nicht.
Schwaben leer. Und tot, fast. Ach, Bertha hat mich geheilt. Mich gerade gewundert, hey, hatte ich nicht gerade nur noch Schaden? Wo? Hm? War eben einer? Wo ist denn der? Da. Wir rennen schnell durch, ne? Ja, ich muss noch Munition fassen erstmal. Komm mit. Und meine Daten noch abgeben. Ja. So. Durch, oder? Hm. Hm, okay. Der Dings ist sowieso infiziert. So. Da ist ja, Leute. Jetzt bin ich voll. Ja, Leute, ja. Jetzt kommt natürlich, jetzt hat man keine Wahl, jetzt muss man gegen gewisse furchtbare kämpfen, genau. Und als erstes, will er mir mal am Kopf fassen. Und das heißt, hier immer auf den Kopf hauen mit den Typen. Und das ist ja erstmal nur einer. Werden aber jetzt gleich zwei sein. Werden wir daran merken, dass wir gleich irgendwie zwei auf einer Seite haben. Da kommt der nächste schon. Am besten ist, man bleibt an einem erstmal dran und versucht, den gleich zu regen. Auf beiden gleichzeitig loszugehen wäre Schwachsinn und wäre total ausweichen auch, weil die hauen einen mit einem Schlag um. Das kann sehr sind zwar jetzt nicht sein. One-Hit, aber sind trotzdem auch leicht. Ja, wenn sie anrennen, muss man gleich zur Seite gehen, weil die hauen dann auch laufen auch um die Seite und so weiter. Oh, einer ist weg. Ja. Einer ist down. Jetzt können wir uns um den zweiten Mist. Kerl. Schön. Tun schön glänzen, ne? Ja, aber ich will nicht umgerannt werden. Ich weiß, dass meine. Aua. Mich getreten. Ja, renne. Aua. Na, jetzt hören sie aber auf hier. Ständig zu schubsen. Okay, das dürfte auch bei der gewesen sein. Gott, das war's. Ja. Jetzt ist er. Ja, warte mal, ich kann hier irgendwo ist ja noch eine grüne Pflanze, die nehme ich mal. Ist es vorbei, ne? Nächstes Kapitel jetzt. Ja, trotzdem möchte ich geheilt sein. Achso, du musst gerne geheilt werden, okay. Ja, ich möchte gerne heil durchs Ziel gehen. Na, bist du erschöpft? Ah ja, ein bisschen. Wirst du es schaffen, dann nimm deine Finger weg. Danke. Was will ihr? Zentrale, hier ist Wolfpack. Bitte melden. Keine Antwort? Nein. Wir sind alleine. Schätze, uns erwartet eine lange Nacht. Schön. Ja, das könnte auch ein A-Rang sein wieder. Ich habe einen S-Rang und zwei Bs. Wie geht das denn? Na, ich nicht, nee. Okay. Ja, und das wieder ein paar Pünktchen. Reicht noch nicht ganz für den nächsten Rang, oder? Es reicht für den nächsten Rang, jawohl. Bei mir nicht ganz. Oder? So. Nee. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.